Servus und herzlich willkommen zu einem neuen Part hier bei Planet Crafter. Genau an der Stelle haben wir das letzte Mal aufgehört. Ich wollte eigentlich die Superlegierungen vormachen, aber ich dachte mir, das machen wir einfach zusammen. Das ist doch egal, das gehört ja einfach dazu, ne? Das wissen wir ja alle. So, jetzt muss ich mich nur mal ein bisschen sortieren. Wir brauchen 5 Eisen. Wir brauchen 5x Silizium. Wir brauchen 5x Kobalt, 5x Magnesium und 5x Alu. Allerdings habe ich zu viel Titan einstecken. Oh, und ein Silizium zu viel. Aber ist egal. 1, 2, 3, 4, 5. So. Dann machen wir das nämlich gemeinsam. Es geht ja auch schnell, ne? So, dann haben wir schon mal 5 Stück davon. Vor allem, wir brauchen Silizium ja für alles Mögliche, ne? 1, 2, 3, 4, 5. Jetzt ist nur die Sache, ich habe kein Magnesium mehr, ne? Ein einziges Magnesium. Oh, warte mal, du hast nicht leer gemacht. Ich habe beim letzten Mal zwar hier reingeschaut, aber dann habe ich ja hier nur die Hälfte raus und da auch nur die Hälfte. Und es ist immer noch nicht leer. So, sortieren. Ja, das ist aber trotzdem nicht genug Magnesium. Das ist blöde. Okay, ich tue mal alles raus. Wir müssen jetzt einfach mal auf Sammeln gehen. Das hilft ja nichts, ne? Ohne Magnesium ist ja auch nichts. Ich habe ja diesmal um einiges mehr Magnesium auch verbraucht als normalerweise, weil ich ja diese ganzen Lampen auch gebaut habe. So, von daher schnapp dir mal ein Wasser. Weil wenn wir jetzt halt aufs Sammeln gehen, stimmt, ich könnte vorne nochmal leer machen. Beim Alu. Ansonsten habe ich ja noch nirgends einen Extrahierer. Das war ja, glaube ich, nur die den beim Alu und den bei uns hier. Und ansonsten warte ich ja jetzt halt gerade im Moment drauf, dass wir ansonsten warte ich ja drauf, dass wir die Extraktoren 2 herstellen können. Jetzt steigt natürlich der Luftdruck schon mal um einiges schöner. Das ist ja auch schon mal wichtig. Ums Iridium habe ich mich jetzt gar nicht mehr gekümmert. Das war mir jetzt ja dann egal. Wie gesagt, ich habe die letzte Aufnahme da oben beendet auf dem Dach und habe sie jetzt ja dann auch gleich wieder gestartet. Ich will nämlich vorankommen trotzdem. Also auch wenn ich keine Eile habe, aber ich will trotzdem vorankommen. So, mach mal dein Licht. Wir müssten da oben noch ein paar Lampen aufbauen, ne? 3, 4, weil letzte Zeit haben wir auf jeden Fall genug. 1, 2, 3, 4, 5. Magnesium haben wir jetzt halt auch 5. Dann brauchen wir noch Titan 4 Stück. Jawohl, und noch 5x Alu. So, trink das einfach mal, dass das raus ist aus der Tasche. So, dann haben wir gleich die nächsten. Was war hier nochmal? Achso, ja, das Schwarzpulver, stimmt. Deswegen habe ich ja Schwefel auch einstecken. Und wir wollten uns kümmern heute um das Labor. So, und dafür brauchten wir nämlich die Superlegierung. Wir brauchen 2 Osmium und 1 Alu. Osmium, 1 Alu. Jawohl. Und hier habe ich zumindest ein Schwarzpulver drin. So, jetzt ist nur die Frage, wie werde ich das da vorne machen? So, eine Idee war ja, eine Kapsel zu machen, also so eine Zwischenkapsel. Dafür brauche ich 1 Eisen, 1 Titan, oder? 2 Eisen, 1 Titan. Meine Güte, ich baue das Ding so häufig und jetzt fällt mir gerade das nicht ein. Ne? Machen wir mal für 2 einstecken.
Ja, gut, eine wird wahrscheinlich reichen. So, eine Kapsel nämlich hier dran. Dann wollte ich im Normalfall hier eine Treppe hoch machen. Da brauchen wir allerdings mehr Eisen. Ich muss dann unten drunter eben noch das Gestell bauen. Nimm mal alles Eisen mit, was du hast. Mach mal dein Licht aus, das brauchst du nicht. 2, 4, 6, 8 Stück sind es. Ja, haben wir auf jeden Fall. So, 8 Stück. Dann kann hier eine Treppe her. Jetzt ist nur die Frage. Da müsste das passen. Dann brauchen wir noch Material für eine Tür, sprich Silizium und Titan. Titan. Silizium. So, dann kommt nämlich hier eine Tür rein. Hier kommt eine Tür rein. Dann kommt hier noch eine Treppe her. Die muss ich allerdings wieder von der Seite angucken. Ist es so? Doch, das sieht von der Seite immer ein wenig komisch aus. Gut, dann hätten wir nämlich hier das da. Und dann muss das Biolabor, was allerdings total bescheuert ist, dass es 2x2 ist, ne? Okay. Wo ist der Schreibtisch? Man erkennt es nicht richtig, ne? Doch, jetzt sehe ich es. Das heißt, ich müsste das wieder zweimal drehen, dass ich dann den... wenn ich das nur sehen würde, richtig. Stimmt es tatsächlich? Doch, so müsste es passen. Oh Mann, bitte, geh da dran. Ja, gut. Jawohl, da haben wir das Biolabor da oben. Das würde ich auch so frei lassen in dem Fall. Dass man hier so rausgucken kann. Kommst du rein, kannst du rausgucken. Wunderbar, und dann können wir hier nämlich unsere ersten Sachen dann auch herstellen. Und jetzt ist nur die Frage, lasse ich das dann hier so? Oder? Nicht eins so. Wir sind ja sowieso hier ein bisschen versetzt, was ja aber nicht so dramatisch ist, ne? Toll. Ganz toll. Dann brauche ich noch eins und ein Silizium. Wobei, das wird nicht reichen. Ich glaube, das haut nicht hin. Ich kann die Tür schon da oben reinmachen, aber jetzt habe ich kein Eisen mehr für eine Leiter. Toll. Also, nochmal vor zu den Extrahieren. Also, da müsste eigentlich jetzt halt auf jeden Fall Eisen mit drin sein. In der Zeitspanne. Wunderbar. Also wie gesagt, es ist ein bisschen versetzt, aber das stört mich eigentlich gar nicht.
Biodom, wunderbar. Jawohl, dann hätten wir nämlich hier einen Aufgang in unser Biolabor. Cool. Finde ich toll. Das Ganze ein bisschen schwebend machen jetzt hier. Und dann möchte ich allerdings, wenn das das Biolabor ist, muss natürlich hier ein Lager her. Es ist natürlich blöd, ne? Jetzt habe ich hier diesen tollen, tollen Ausblick. Aber wenn ich jetzt hier ein Lager hermache, dann ist es vorbei. Ja gut, ist halt dann einfach so, ne? Allerdings brauche ich da nochmal 3 Titan und 3-mal Superlegierung. Ich finde die Zweierkapsel extrem teuer, also vom Material her. Ich weiß nicht, wie ihr das empfindet, aber ich empfinde es als teuer mit den 3 Superlegierungen, die man da braucht. So. Und du müsstest jetzt dahin. Und dann müsste das auch verbunden sein hier. Jawohl. Das passt schon. Wir können dann hier das Lager machen für das Labor. Und dann haben wir ja immer noch hier Fenster und ich kann ja hier auch noch Fenster reinmachen. So, weil ihr habt ja gerne Fenster. Ihr mögt das ja mit den Fenstern. Ich muss nur langsam mal anfangen, jetzt hier das Lager auch auszubauen. Weil hier müssen ja auch noch 2 solche Kapseln hin. Es muss noch ganz viel Eisen gesammelt werden, dass ich Schränke reinstellen kann. Ich meine, ich habe zwar hier schon einige Schränke da vorne stehen, die ja wegkommen wieder. Aber ich brauche natürlich fürs Lager natürlich auch noch, ne? Diesmal werde ich es allerdings nicht so extrem machen. Also ich werde Tür auch dort hinten reinmachen. Das heißt, also es wird nur in dem mittleren Bereich hier 2 Reihen Schränke geben, so dass man dann eben hier Tür hat und dann auch hier geradeaus durchrennen kann. Ich glaube, das schaut dann ein bisschen besser aus und dann eben nochmal Fenster mit dazu. Dann können wir auch hier, nee, da können wir keine Fenster reinmachen. Es macht aber auch nichts. Das macht aber auch nichts. So, jetzt haben wir das Biolabor. Schön. Das Biodom können wir bauen. Da haben wir definitiv alles dafür. Das Biodom ist jetzt allerdings die Frage, wo ich das hinsetze. Wir könnten ja, wenn wir jetzt schon hier hochgehen und hier reingehen in das Biodingsbums hier, in das Biodom meine ich, dann können wir das Biodom Stufe 2 hier hinbauen. Dass man dann hier den Eingang hat und das dann eben hier 2-mal hin. Ich kann mir das gut vorstellen. Ich kann mir das echt gut vorstellen. Wir brauchen natürlich das Zeug noch für das Biodom. Und das am besten doppelt. Ich muss wieder an 100 verschiedenen Stellen arbeiten. Das, was mir immer gar nicht gefällt. Aber das geht nicht anders. Weil wir müssen im Biolabor müssen wir auf jeden Fall den Dünger herstellen. Wir müssen die Bakterienproben herstellen. Und wir brauchen Schwarzpulver auch noch. So, von daher müsste ich im Grunde das Lager da oben ausbauen und ich muss das Lager hier ausbauen. Also es wird jetzt ein bisschen doof. Das wird jetzt halt wirklich ein bisschen doof. Mach dich mal leer. Mach dich mal nackig. Dass wir erst einmal wieder leer sind und dann uns vielleicht mal um Materialbeschaffung kümmern können. Titan. So. Da habe ich noch das. Achso, ja, stimmt. Ich muss ja immer wieder Wasser mal rausholen. Muss ja auch sein. Superlegierungen kann ich jetzt nicht mehr sehr viel herstellen. Die Stromteile müssen noch weg. Die müssen auch in eine andere Ecke. Da könnte es sogar sein, dass wir das vielleicht hier dann oben drauf packen. Weil wir können ja... Ja, das ist immer blöd mit dieser Stufe hier. Ich hasse diese Mulde. Aber wenn ich hier oben drauf solche Kojen baue, die dann hier so ein bisschen drüber stehen, wo dann die Ecke ungefähr hier ist,
Dann wären die Furchen zu. Bei mir rattert es schon wieder im Kopf, ne? Lass uns mal generell auf die Werte gucken. Halt, wie viel war das? 350 haben wir noch. Also wir haben noch einiges übrig. Sieh was, genau, den Maschinenoptimierer müssten wir eigentlich auch einmal bauen. Dass wir die eine Zelle, die wir da noch drin haben, irgendwo drin haben, da drin, dass wir die mal einsetzen können. Weil die wollte ich ja da vorne noch einpflanzen bei den Samenstreuern. Und da wollte ich aber auch noch welche bauen, ne? Bei den Blumenverteilern. Dafür brauchen wir allerdings schon wieder Dünger. Für Dünger brauche ich Auberginen, Schwefel und Algen. So, das heißt, jetzt muss ich schauen, dass ich die Algen herstelle. Wenn wir. Du hast fast kein Eisen mehr, das ist halt das Blöde. Jetzt habe ich zwei Eisen hier noch drin, dass ich. Hier vielleicht noch zwei Teile herstellen kann. So. Die müssen aber dann nochmal zwei weiter. Dann könnten wir uns hier unser Algenvorkommen machen. Blöd, aber wir müssen Eisen sammeln. Es geht nicht anders, sorry. Wir brauchen wirklich Eisen. Deswegen fülle ich mich jetzt mal voll. Das passt. Und dann werden wir mal ein bisschen Eisen sammeln. Das ist Wahnsinn, wie viel von dem Eisen immer abhängig ist, ne? So, hier müsste es eigentlich noch ein bisschen Eisen geben in der Höhle. Kannst eigentlich alles einsammeln. Silizium. Hier kommt Licht. Schau mal, was du hier noch finden kannst an Eisen. Ja, komm, nimm das Alu auch mit. Das ist schon okay. Ich glaube, hier oben war noch recht viel Eisen, oder? Täusche ich mich da? Ich glaube, hier war noch recht viel Eisen. Silizium, Kobalt. Kiste haben wir hier nicht mehr. Die haben wir schon rausgeholt. Was ist das? Das ist von dem Meteoriteneinschlag. Hängt das Iridium hier in der Luft? Heftig. Naja, gut, die kann man ja einsammeln jetzt, die hier liegen. Wenn wir jetzt halt eh schon hier sind, ne? Aber das ist doch übel, oder? Wie willst du denn das machen? Da brauchst du dann wieder Eisen, um dich dann im Grunde da hochzubauen, dass du das wegpflücken kannst. So. Hier müsste es auf jeden Fall noch einiges an Eisen geben in der Wüste, weil da habe ich noch nicht sehr viel gefarmt. Bisschen Platz haben wir auf jeden Fall. Titan, ja, Titan müssen wir schon auch mitnehmen, ne? Obwohl, ne, Titan ist fast voll. Ja, Magnesium kannst du auf jeden Fall noch mit einsammeln. Schön, 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 schön. Nee, Titan brauchst du nicht. Drei Dinger noch. Komm noch dreimal Eisen.
Dann bin ich glücklich. Haben wir einmal, zweimal und hier links war, glaube ich, auch noch einmal. Wunderbar. Oh, da steht noch eine Kiste. Was ist da drin? Ein Kürbis. Natürlich. Warum sollte es auch ein Pilz sein? Ich hoffe, dass ich dann wenigstens im Lava-Biodom und bei den Pilzen und bei dem anderen Zeug, dass ich da wenigstens dann noch irgendwie einen Pilzsamen finde. Also 5 Pilzsamen wären mir wirklich sehr recht, dass ich wirklich dieses Ding hier voll machen kann mit den Nahrungszüchtern. Später mit dem Bauernhof ist es ja dann eigentlich kein Problem mehr, weil da haben wir ja dann immer, da haben wir dann glaube ich immer 5 bis 8 Stück oder sowas. Titan, Iridium. Da haben wir 5, 6, 7, 8, 9. Dann machen wir nochmal einen Stab. Magnesium muss ich wesentlich mehr einsammeln. Der ist voll, oder? Ja, der ist voll. Dann schmeiße ich dich hier mit rein. Fliegen wir gleich nochmal los. Weil es wäre jetzt Blödsinn, wenn ich jetzt schon wieder anfange zu bauen und wir brauchen echt viel Eisen. Wir können auch, wie gesagt, Magnesium noch mit einsammeln. Da haben wir nämlich auch schon einiges verbraucht. Aber ansonsten. Nee, ich lasse das Iridium liegen. Titan, Silizium, Kobalt. Silizium. Gib mir Eisen. Das war Silizium. Vielleicht haben wir ja Glück und finden noch mal eine Kiste, weil der Inhalt, habt ihr mir ja auch schon mal bestätigt jetzt, ist auch ein bisschen levelabhängig, was drin ist. Also je höher das Level, desto bessere Sachen sind da natürlich drin. Eisen. Eisen. Nein, zweimal Titan. Da ist Eisen. Kobalt, Magnesium. Ich weiß gar nicht, ob ich schon die ganzen Schränke jetzt mittlerweile geleert habe. Kann ich mir jetzt gar nicht dran erinnern. Halt. Nee, das ist Silizium. Da haben wir noch ein. Nein, auch nicht. Schauen wir mal, ob wir da noch was haben im Schrank. Oh ja. Oh ja, aber auch hier, ne? Nichts gesammelt. Nehmen wir das Zeug gleich mit? Nein. Da haben wir viel Eisen. Yes. Das ist gut. Und da haben wir tatsächlich noch einen Pilzsamen drin. Cool. Cool. Im Austausch gegen den Kürbis, bitte. Nehmen wir mal die Pflanzen noch mit. Das Biokunststoff. Nehmen wir halt doch mal das Zeug jetzt halt hier mit. So. Das kannst du essen. Dann bist du voll. Und ansonsten. Nö, passt schon. Oh, da haben wir noch einen. Oh, schön. Habe ich hier zufälligerweise noch einen Pilz? Nein. Naja, was soll's. Zumindest haben wir jetzt schon mal zwei. Zwei Pilze. Ist hier eigentlich auch irgendwo von diesen Wrackteilen? Wisst ihr zufällig, ob hier irgendwo eins dabei ist, wo man reingucken kann? Aber ich glaube nicht. Da hinten müsste noch das eine Wrack sein. Also von den Meteoriten ist auf jeden Fall das ganz nett, dass die Sachen so lange da bleiben. Also sowas wie das Iridium. Da hat man keine Eile. Wenn ich mich natürlich auslogge und wieder reinkomme ins Spiel, dann ist es natürlich weg. Aber
Ich habe ja gesagt, ich nehme für die ganze Woche auf, also habe ich jetzt keinen Grund, mich auszulocken. So, aber jetzt haben wir auf jeden Fall erst einmal genug Eisen. Batz. So. Wunderschön. Wunderschön. Alles andere kann man wesentlich schneller finden. So, Pflanzen, da habe ich innen aber auch schon keinen Platz mehr. Deswegen muss ich ja auch unbedingt endlich ausbauen. Warte mal, den Pilz. Nee, da hast du keinen Nahrungstüchter im Moment. Alles voll, ey. Da habe ich zwar eigentlich nur Superlegierungen drin, aber ich muss jetzt. Solange ich das da nicht ausbaue, ne? So, wie viele Superlegierungen hast du? Wir haben insgesamt 6 Stück. Das heißt, ich könnte 2 Doppelkapseln könnte ich bauen, weil wir haben jetzt halt genügend Eisen. Wir haben Titan. Das heißt, ich kann hier beim Lager schon mal weitermachen. Dann können wir nämlich hier die 2 großen Dinger noch hinsetzen. Hallo, kannst du da unten? Danke. Hallo. I hate you. So, weil dann haben wir nämlich das Lager soweit ausgebaut, dass ich jetzt dann eben auch mit Schränken und allem anfangen kann. Ach stimmt, waren das nur 2 Superlegierungen, die man da braucht? Ach so, nur 2. Dann brauchen wir Kobalt. Magnesium für die Gläser. Mist, da brauche ich Eisen. Für die Scheiben. Und dann brauchen wir ein Eisen. Ich nehme gleich mehr mit. Silizium und Titan. Dann kommt nämlich da noch die Tür rein. Dann kommt da vorne noch die Tür rein. Und dann können wir hier auch wieder Gläser machen. So, und das Einzige, was mir wieder nicht passt, das ist natürlich das mit dem Eisen, ne? Weil hier, das ist jetzt wieder blöd. Ihr wisst, was ich meine, hier mit dem Versatz hier. Das ist, ja. Das Einzige, was ich machen kann, vielleicht nur auf der Seite, dass ich. Das dachte ich mir, dass du da dran snappst. Wenn ich jetzt. Warte mal, wie viel ist denn das ungefähr? 3 Ticks. 1, 2, 3. Ne, es sind nur 2 Ticks, die ich brauche. Eins, zwei. Und dann könnte ich das zumindest, das wäre halt jetzt halt außermittig, ne? Dann könnte ich zumindest hier einen Rundgang machen. Du kommst wieder weg. Wie viel Eisen hast du noch? Ein bisschen, aber Eisen muss ich so auf jeden Fall wieder sammeln, ne? Jawohl. So, hier ist dann die Frage. Dann würde ich hier nochmal ein Eisen hinmachen. Ne, an beide Stellen Eisen hinmachen. Und dann fangen wir hier mit den Algen an. Da machen wir dann nämlich eine Treppe rein. Also hier noch die 2 Eisen, dann machen wir da eine Treppe, die ins Wasser geht und dann setzen wir hier unsere Algenproduzenten ran. Yes, das machen wir. Das machen wir aber erst zum nächsten Mal. Algengenerator Stufe 1 oder machen wir gleich den Zweier? Ich würde sagen, wir machen dann sogar gleich den Zweier, weil wir haben nämlich Biokunststoff und wir müssten mindestens 4 Stück
Stück haben. Eins, zwei. Da war keiner. Ich weiß, dass wir nochmal... Hier haben wir den, glaube ich, jetzt rein. Ne? Zweimal. Dann könnten wir zwei Algengeneratoren der Stufe 2 machen. Weil der Dünger ist jetzt kein Problem. Das ist Auberginen, das ist Schwefel. Also den können wir uns herstellen. Ich glaube, hier haben wir ja auch noch einen drin. Also ist es kein Thema. Cool, das machen wir dann beim nächsten Mal. Das kümmern wir uns dann mal um die Algen und schauen mal, dass wir das mit dem Biolabor hinbekommen, dass wir dann hier mal ein bisschen mehr von dem Dünger herstellen können. Und ja, weil wir brauchen nämlich auch Dünger für die Blumenverteiler. Ihr kennt es ja, eins nach dem anderen, ne? Ja, das Bakterienbiodom, das ist mir jetzt erst einmal egal. Das ist jetzt erst einmal wurscht. Gut, dann soll es jetzt für heute gewesen sein. Ich hoffe wirklich sehr, dass es euch gefallen hat. Lasst mich gerne wissen in den Kommentaren. Schreibt mir, lasst gerne auch ein Like da. Nicht vergessen, ein Abo dazulassen, wenn noch nicht passiert, dass ihr keinen Part mehr verpasst. Und ich wünsche euch ansonsten noch einen wunderschönen Tag, schönen Abend, schönes Wochenende oder was auch immer. Macht's gut. Ciao, ciao.